Wallek, jetzt kommen sie, die Boys from the Hood, die Underdogs, vom Tellerwäscher zum Rockstar, auf ihren geflügelten Einhörnern, mitten aus der Schießerei, in epische Schlachten, mit tiefsten Emotionen und Wikinger und Schweiß und Blut im Kerzenschein und Stripperinnen. So will ich auch mal Gitarre spielen können. Cool, der erste Song geht gleich los. Servus, hier ist wieder euer Sascha von der Metal School. Heute möchte ich mich mit euch mal über 5 rein psychologische Aspekte unterhalten, welche den Unterschied zwischen einem Fan und einem aktiven Musiker ausmachen. Und nicht nur das, sondern auch noch maßgeblich den Weg von zu beeinflussen. Bleibt also bis zum Ende dran, damit ihr lernt, wie ihr euch den Weg zum Musiker so stressfrei wie möglich gestaltet und natürlich auch viel, viel schneller lernt. So, habt ihr den Kanal schon abonniert? Habt ihr die Glocke schon aktiviert? Wenn nicht, dann ist es jetzt an der Zeit dafür. Ansonsten, wenn euch eines dieser Probleme, die ich hier anspreche, rumtreibt, oder noch viele weitere Probleme in eurem Weg zum Musiker, dann ab in die Kommentare damit und oder meldet euch einfach bei mir. Schreibt mich an oder ruft mich an und ich bin mir sicher, dass ich die passende Lösung für euer Problem habe. Kommen wir zum ersten Punkt. Habt ihr euch überhaupt schon mal Gedanken gemacht, wie euer Wunschinstrument überhaupt klingen soll? Blöde Frage, könnte man meinen. Aber wenn, dann beantwortet mir doch mal bitte die Frage, wieso ihr beim Hören eines Songs an epische Wikingerschlachten denkt oder an virtuose Gitarrensoli, anstatt euch bewusst zu werden, dass der arme Kerl hier geschlagene 5 Minuten exakt das Gleiche treibt. Ich kann euch sagen, wieso. Nämlich, Musik ist eine höchst emotionale, wenn nicht gar religiöse Angelegenheit. Und ihr wisst, was passiert, wenn Religion ins Spiel kommt? Klar, das Hirn schaltet sich aus. Und so kommt es, dass ich einen Schüler im Unterricht habe, dem ich den Breakdown seiner Lieblingsband zeige und der mich nur noch total entgeistert ansieht und mich fragt, was das für ein langweiliger Käse ist. So, ihr seid nun genau an diesem Punkt. Ihr müsst jetzt aufhören, mit dem Herzen zu hören. Stattdessen müsst ihr jetzt anfangen, mit dem Ohren zu hören. Und ich garantiere euch, wenn ihr lang genug mit den Ohren gehört habt, kommt das Herz selbstverständlich wieder rein. Das ist dann ein ganz, ganz anderes Level, wenn ihr es schafft, die Emotionalität eines Riffs, eines Musikstücks, eines Beats nur anhand seines Klangs zu bestimmen. Aber so weit wollen wir jetzt erstmal gar nicht gehen. Ihr seid jetzt vielmehr in der Pflicht, euch eure Lieblingsband mal jenseits von allem PR, von allem Marketing, von allem drumherum Gedöns mal wegschieben und mal nur den Klang der Band anhören. Wie klingt die Band? Wie sind die Songs aufgebaut? Wie sind die Songs strukturiert? Und dann natürlich in dieser Struktur dann die Rolle des einzelnen Instrumentes, also idealerweise eures Instrumentes, zu suchen. Was macht denn die Gitarre da die ganze Zeit und warum macht sie das denn? Das sind jetzt erstmal so ein paar ganz grundlegende Puzzlesteine, die euch die Musik erstmal etwas entzaubern werden und wahrscheinlich sogar zu verrationalisieren, wodurch dann gleich wieder die nächste Gefahr besteht, dass ihr dann nämlich anfangt, so in diese Musikwissenschaftlichkeit abzudriften. Der werden wir uns gleich zuwenden. Aber das braucht ihr erstmal, um die Grundprinzipien der Musik zu verstehen, um dann einfach mal ganz solide ein stinknormales, billiges Riff runterzuholzen und so überhaupt erstmal anfangen könnt, eine Basis für eure Musikalität zu schaffen. Weil gerade durch dieses ganze Gesichtsfasching und dieses ganze ideologische, religiöse dahinter, kriegen es vor allem Anfänger sehr, sehr selten hin, einfach nur mal einen soliden, billigen Ton oder Akkord aus ihrem Instrument rauszuholen. Sondern die wählen sich dann immer im Zugzwang, jetzt hier ultra die krassen Musikersachen machen zu müssen. Und das ist nämlich genau immer der fatale Punkt. Dadurch vermurkst ihr es regelmäßig. Deswegen einfach nur ganz, ganz solide. Einfach alles runterfahren und einfach nur mal ein billiges Ding draufschaffen und halten und darauf aufbauen.
Wenden wir uns mal dem zweiten Punkt zu. Und zwar hört euch doch mal zu. Dadurch, dass ihr jetzt diese tonnenweise Szenen im Kopf habt, wie Musik machen eurer Meinung nach sein soll, habe ich als Musiklehrer es extrem schwer, euch die nackte Motorik beizubringen. Und zwar im Musikunterricht werde ich euch jede Bewegung in ihre Teilaspekte runterbrechen. Und jeder dieser Teilaspekte wird explizit geübt. Letzten Endes wird alles zur Bewegung zusammengefügt. Und dann wird die Bewegung exakt ein einziges Mal executed, ausgeführt. Und dann kommt das Allerwichtigste, dann wird nämlich gelauscht. Dann wird gelauscht, ob ein sauberer Ton dabei rauskommt. Wenn nicht, dann wird die komplette Bewegung zurückanalysiert und der Punkt herausgefunden, an dem es hakt, warum die Snare raschelt oder nicht klingt oder warum der Akkord jetzt scheppert, noch an welcher Stelle. Das widerspricht allerdings komplett euren Szenen, die ihr zum Musikmachen im Kopf habt. Und dadurch werdet ihr ungeduldig. Ihr erinnert euch an mein Video über die 9 unnötigsten Anfängerfehler. Ungeduld war eine davon. Wenden wir uns dem dritten Punkt zu. Und zwar, du musst nicht schnell spielen. Halt! Ich höre dein Veto. Klar, wir sind nicht umsonst Mosche. Wir wollen ballern und das sollst du auch. Dem Ballern steht nur meistens im Weg, dass man irgendeiner magischen Geschwindigkeitszahl hinterher hechtet. Bei mir war es damals 90er Jahre Death Metal und Hardcore, war es dann immer so 200 BPM rum. Später, nach dem Millennium, als dann diese große Black Death Ära war, waren es 240 bei mir rum. Und gerade bei letzterer kamen bei mir keine coolen Songs mehr dabei rum. Und zwar waren es Songs auf 120, welche ich lediglich auf 240 Störgeräuschen begleitet hatte. Und richtig cool wurden die Songs bei mir erst wieder, nachdem ich runtergegangen bin auf 200, 180. Da sind wieder richtig coole Tanznummer zum Rumschubsen entstanden. Bei euch, bei der Gen Deathcore Generation, dürften es wahrscheinlich dann 300 BPM sein. Aber das ist alles egal. Weil hör dir mal die Songs deiner Lieblingsbands an. Du wirst merken, die ballern gar nicht permanent auf 300 BPM durch. Sondern das machen sie exakt an 2, 3 ganz prominenten Stellen. Und der Rest des Albums befindet sich auf einer für die Musiker, sowohl auch für die Hörer, sehr humanen Ebene. Und es knallt trotzdem oder eben genau deswegen. Wir haben nun vorhin schon festgestellt, dass du keine Zeit hast zu klingen, sondern virtuos sein musst. Das rächt sich jetzt. Glaub mir, sieh als allererstes zu, dass deine Bewegung stimmt und dass ein einziger solider, saftiger Schlag aus deinem Gerät rauskommt. Das ist die Grundlage eines jeden Bums. Und erst das, wenn du hast, dann kannst du deinen einzelnen Anschlägen einen Raum geben, in dem sie sich entfalten können. Und die Größe des Raumes, sprich die Zeit, die Häufigkeit, die Frequenz deiner Anschläge, mit der wirst du im Laufe der Zeit lernen zu spielen. Und von daher gib dir Zeit, mit deiner Musik zu wachsen und konzentriere dich jetzt ausschließlich auf den Klang. Wenden wir uns dem vierten Punkt zu, und zwar keep it simple. Ihr kennt mit Sicherheit den guten alten Spruch, von wegen der Jazzer spielt 30.000 Akkorde vor 3 Leuten, der Rocker spielt 3 Akkorde vor 30.000 Leuten. Etwas in die Lebenswirklichkeit oder in den Alltag übertragen, wenn jemand bei euch in der Arbeit einen Vortrag hält und konsequent um den heißen Brei herum brabbelt, dann wisst ihr genau, dass der Kerl überhaupt nichts verstanden hat. Entsprechend neigen Anfänger dazu, und sobald sie die ersten 2, 3 Grundbegriffe verinnerlicht haben, irgendeine Art Individualitätskomplex zu entwickeln, dann fangen sie an, irgendwie
keine Ahnung, ihre 32 Drölftel in einer anatolischen Skala rückwärts auf Pi auflösend runterdudeln zu müssen. Und da gehört ein bisschen Jazz rein. Und in diesen Death-Metal-Part muss noch ein bisschen Funk rein. Und da muss alles ganz individuell und ganz, ganz anders gemacht werden. Kann man machen. Dafür gibt es auch einen Markt. Es klingt halt nicht gut. Und da sind wir an dem Punkt, dass vor allem dann Anfänger lernen müssen, dass jemand, der seine Sache tatsächlich beherrscht, exakt nur diese Mittel verwenden braucht, die er dafür braucht, um seine Sache ausdrücken zu wollen. Also auf gut Deutsch, wer es begriffen hat, der sagt es in einem Satz. Und dazu kann ich euch übrigens mal ein paar Übungen machen. Da kann ich euch mal zeigen, wie zum Beispiel von einem grundlegenden Beat aus oder von einem simplen Riff aus, dieses erstmal hält und dann immer wieder versucht, in regelmäßigen Abständen irgendwo anders hinzuspielen und so sich innerhalb der Band im Jam oder sich selbst beim Songwriting gegenseitig den Ball zuzuschustern und daraus richtig coole, solide, unkomplizierte Riffs zu schreiben, die man halten kann, die Spaß machen zu spielen und die auch wirklich knallen. Wenden wir uns schlussendlich dem Punkt zu, der mich immer am meisten beschäftigt, nämlich der Anfängerarroganz. Insbesondere Anfänger, welche das Stadion des Individualitätskomplexes erreicht haben, sind mit sehr harscher Kritik, vor allem in musikalischer Hinsicht, immer sehr schnell bei der Hand. Ihr kennt mit Sicherheit so den typischen Black Metaler, der mit verschränkten Armen im Moshpit steht und der jederzeit viel zu true ist, um irgendwas zu liken. Apropos, gebt mir mal mindestens einen Daumen nach oben. Meine Erklärung dafür ist, ich vermute, dass Musiker-Künstlerkreise, insbesondere subkultureller Art, also dann insbesondere nochmal Metaler, dass sich dort Leute vermehrt tummeln, welche eine erhöhte Neigung zu einem geringen Selbstvertrauen haben. Und gerade so ein Pool aus Leuten mit geringem Selbstvertrauen ist immer die Basis oder der Nährboden für eine Mobbingkultur. Ich sag nur Drachengame. Apropos Drachengame. Solltest du dich am Drachengame beteiligen oder damit sympathisieren, würde ich dich echt dringend bitten, dir professionelle Hilfe zu holen. Auf jeden Fall diese giftige Kultur, um es einfach nochmal schnell zu erläutern, also sprich, Leute mit einem geringen Selbstvertrauen ziehen eher Tyrannen an. Dadurch, dass sie schikaniert werden, steigt in denen ein Druck. Und dadurch, dass dieser Druck steigt, werden sie selber zu Tyrannen, sobald sie die Möglichkeit haben. Und gerade diese Mobbingkultur, diese giftige Sphäre, die dadurch entsteht, die kenne ich insbesondere aus regionalen Musikerkreisen zu Genüge. Jetzt kann ich euch garantieren, dass Leute, die erfolgreich Musik machen, die gut in dem Sinn, was sie machen, mit Sicherheit alles andere als Zeit für so etwas haben. Die konzentrieren sich nämlich auf das, was sie hier und jetzt machen und auf ihre Kunst. Ganz im Gegenteil, das sind vielmehr die Leute, die man jederzeit um Hilfe bitten kann. Schlussendlich kann ich euch zwei Tipps mitgeben. Zum einen, vergleicht euch nicht mit anderen, sondern bleibt einfach schön gemütlich bei euch selbst und geht von dort aus in eurer Geschwindigkeit euren Weg. Der andere ist, definiert euch nicht ausschließlich über diese eine Sache. Ihr seid eine weitaus facettenreichere Persönlichkeit. Das heißt, wenn es in der Musik mal nicht läuft, läuft es vielleicht im Beruf, in der Liebe, mit den Kumpels oder in einem anderen Hobby. Und dadurch habt ihr schon mal einen riesigen Batzen an Druck rausgenommen und habt jetzt die Ressourcen frei und die Motivation, schön gemütlich euren eigenen Weg in eurer Geschwindigkeit zu eurem musikalischen Erfolg zu gehen. Was sagt nun ihr dazu? Habt ihr euch teilweise wiedererkannt? Kennt ihr diese Phänomene? Wenn ja, wie geht ihr damit um? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Und solltet ihr konkret nach einer Lösung für bestimmte musikalische Probleme suchen, meldet euch doch einfach bei mir. Ich bin mir sicher, ich kann euch helfen.
Ansonsten lasst mir auf jeden Fall ganz, ganz viele Daumen da. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus!